einem Flugzeugabsturz in Russland mussten meist junge Menschen ihr Leben lassen. Darunter nahezu die gesamte Eishockeymannschaft von Lokomotive Jaroslawl, der unzählige bekannte Eishockeystars spielen. Auch der deutsche Nationalspieler Robert Dietrich gehört zu den Opfern dieser Tragödie. Robert Dietrich hat die Eishockeyfamilie nicht nur einen seiner besten Nationalspieler verloren. Robert war darüber hinaus aufgrund seines Spiels während und sympathischen Auftretens auf und neben dem Eis vor allen Dingen eine große Persönlichkeit mit Vorbildcharakter. Unsere Anteilnahme gilt heute seiner Familie, seinen Angehörigen, Freunden sowie seinen ehemaligen Clubkollegen. Vielen Dank. Unnötige Kante.